Lasst mich anfangen. Hi, Leute. Heute sind wir wieder auf dem Testserver unterwegs. Mit dabei ist bis jetzt der Sven. Markus ladet noch runter, weil er ein Lappen ist. Jo. Und wir wollen euch heute Kleinigkeiten zeigen, was es momentan wieder, ich will wieder anfangen. Für Veränderungen mein gibt. Internet, wenn ihr nicht dauernd reinreden würde, wäre das schön. Gut, Sven zeigt euch jetzt mal die neuen Weihnachtsgeschenke. Ja, das ist einmal die Munitionskiste mit Plätzchen, Duftbäumchen und Zuckerstangen. Ich vermute mal, dass es Zuckerstangen sind. Dann die, die Geschenkpäckchen noch. Wo sind sie? Da. Ganz schöne Geschenke. Ich werde nicht in der Nähe bleiben, wenn die hochgehen, die Geschenke. Das ist sehr ungünstig. Nun, sie droppen auch noch Konfetti. Ja, das waren mal so zwei kleine optische. Oder, ja, sage ich jetzt mal optische Verbesserungen, wo sie eingeführt haben. Jetzt tun sie, zeigen wir euch noch gleich, was mit dem Sandy hier, was es mit dem hier auf sich hat. Weil wir euch zeigen wollen, wie OP das Einsatzschild ist, was die Reiter hinzugefügt haben. Was einfach nur richtig pornös ist. Aber das werden wir euch gleich zeigen. Also, kurzer Cut. Jetzt sind wir wieder zurück. Sven versucht jetzt den meinen Sandy. Der hat jetzt Einsatzschild Stufe 4. Jetzt werft er mal einen C4. Packen mal voll mit C4, wie viel wir brauchen. So, zwei C4. Die hält er auf jeden Fall. Also das. Jetzt hat sich dein Einsatzschild verabschiedet, glaube ich. Das waren jetzt mal zwei C4. Jetzt habe ich aus Versehen Klasse gewechselt. Ja, das war sehr Premium, Sven. Und jetzt wieder belebt sich gleich mein Einsatzschild wieder. Ja, das kann man ja hier auch mal zeigen, wie schnell sich das eigentlich wieder auflädt. Nein, wir lassen es erstmal aufladen und zeigen mal, wie lange es dauert. Also theoretisch habe ich gerade eben das komplette Schutzschild von dem Sandra mit 2 C4 gesprengt und der Sandra hat davon 0 Schaden, glaube ich, genommen, oder? Ich glaube auch. Ich sehe es, ich habe es leider die HUD ausgeblendet. Aber ich glaube, ich habe verbessertes Botting drauf. So, ja, ich habe jetzt wieder die HUD eingeblendet. Ich sehe da rechts die mein Sandy. Also jetzt, ja, spreng mal nochmal. Ich glaube, das Schild ist schon. Hat der überhaupt schon wieder Schutzschild? Ja, ich glaube, das Schild ist schon. Nein, nein, das reloadet noch. Ne, es war schon wieder da. Gut, also. Oder ist es immer noch da? Ich habe keinen Schaden. Also mein Sandy ist noch 100. Jetzt hat es wieder aufgeladen. Ja, schaut euch mal an, wie schnell das geht. Also das waren jetzt 4 C4. Das ist richtig unfair. Jetzt hat es ein Viertel weggemacht, 6 C4. Und das ist ja wirklich direkt hintereinander geworfen. Jetzt hat er sich schon wieder angefangen aufzuladen. Ja. Jetzt ist er halber kaputt. Das waren jetzt Nummer 7 und 8. Und schon wieder reloaded. So schnell kann man sich gar nicht neues C4 holen. Das waren jetzt 9 und 10. Jetzt langsam verabschiedet das sich. Ja. Und das sind die letzten zwei. 12 C4 braucht man jetzt, um einen Sandy zu killen. Im Vergleich, hier hüben steht Svens Sandy. Kannst jetzt auch mal dran pappen. Klack, klack. Ich pack mal zwei Stück dran. Zwei Stück. Und er hat kein Einsatzschild. Und das Ding ist on fire. Er brennt schon. Also nach 2 C4. Also es lohnt sich. Jetzt, wenn ich noch ein drittes dran werf, dann war's das mit meinem Sandra. Ja, also 3 zu 12. Da lohnen sich die. Wie viel Cert kostet das? Moment, das kann ich auch zeigen. Ich glaube 300 oder so. Oder 300 oder Sandra. 400 Cert sind's nur. So viel war's, glaube ich, gar nicht. Also, ich kann es jetzt gar nicht mehr zeigen. Sorry. Also für den Vergleich, ich kann's zeigen. Ich hab's nämlich noch nicht gemacht hier auf die Testserver. Und zwar kann ich ja gleich mal erzählen, hier für das erste Upgrade Einsatzschilds 1 braucht ihr 50 Certs, für das zweite braucht ihr 100, also sind wir bei 150, fürs nächste braucht ihr 200, also 350, das heißt ihr braucht insgesamt 850 Certs, weil das letzte dann nochmal 500 kostet, und für 850 Certs bekommt ihr euren Sander da auf so einen Status, dass man 12 C4 braucht, um ihn in die Luft zu jagen. Also. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem nächsten Update. Jo Leute, da sind wir wieder. Jetzt haben wir ein bisschen Verstärkung gekriegt von Dark und Boris. Wie ihr seht, haben sie sich auch schon alles Max und schwere Angriffseinheit gestellt. Sven hat wieder nur Flausen im Kopf. Nein, er schießt, hat sein Autogeschütz aufgestellt und jetzt läuft Boris mal drauf zu. Mal gucken, wie lang, ab wie viel Meter es schießt, jetzt uns sagen. 45 Meter. 45. Jetzt. 35 Meter. Also Range hat es auf 35 Meter. Lass mal gucken, wie lange er braucht, auf diese Entfernung zu sterben. Macht's gut Damage? Nein, ist leider nicht. Nicht?
Also gut, gegen Max ist es anscheinend nicht sehr wirksam. Jetzt kommt noch Dark. Und es schießt sogar mich ab. Ja gut, du läufst ja durch. Jetzt kommt Dark. Boris, geh mal auf die Seite. Jetzt lass mal Dark anschließen. Der ist ja Schwere mit vollem Schild. Ich würde gerne wissen, wie viel Damage jetzt er bekommen hat. Ja, immer noch über die Hälfte, okay? Aber ich, als Infanterie machst du ziemlich heavy Schaden. Ja, hier haust du mindestens rein. Gut, also ihr habt ja gesehen, Dark ist ziemlich schnell down gegangen und hat auch mal was gesagt. Ja, gut. Und jetzt hat das Ding, aber es ist sehr schnell, was es zu das nächste Ziel anvisiert. Aber wenn man sich bewegt, schießt es auch oft mal daneben. Ja, klar. Aber ich finde es richtig, wenn man da 4-5 Stück nebeneinander stellt, ich glaube, da hat man recht schlechte Karten gegen diese Dinger. Jetzt laufen wir mal zu dritt drauf zu, mal gucken, ob es gegen uns drei was ausrichten kann. Oder wenn wir hinkommen und es einfach zerstören, das ist ja keine Kunst dann. Also ja, mich beschießt das nicht. Ne, jetzt hat es erst mich, ich bin down. Jetzt messern, ich sehe es jetzt ja nicht mehr, scheiße. Sie messern es, ja, ich kann ja weiter kommentieren. Sie messern, es ist bei 25% Leben. Okay, einen schafft es ungefähr zu töten auf der Strecke. Die anderen haben noch fast volles Leben, also. Okay. Boris hat ein bisschen verloren und Schutzschild war down. Ja, gut, dann ist es ja nicht so stark. Naja, also gegen einen Infanteristen ist es schon für meinen Geschmack sehr stark. Vor allem, du musst bedenken, wenn wir da. Stellt mal ihr alle drei welche hin. Okay. Dann können wir mal zeigen, wie viel Schaden drei von den Geschützen machen würden, wenn ich jetzt da hier als Infanterist angreifen würde. Dann gehe ich lieber dahin, wo du deine aufgestellt hast. Ja. Dass dein Zendi attackiert. Ja, genau. So, jetzt kommt mal der Test mit drei Spitfiren. Mal gucken. Jetzt bräuchte man echt noch ein paar mehr Leute, um das Ding aufzustellen. Meine steht. Gut, dann stelle ich meinen daneben. Und Dark seine noch. Ja, der hat ihn richtig schön platziert. Ja, die da vorne steht auf jeden Fall dämlich, glaube ich. So, jetzt kommt Sven auf uns zu und mal gucken, was das Ding kann. Drei Stück. Jetzt haben sie mich erkannt. Oh, ich bin tot. Boah. Also, wenn da mehrere stehen, mehrere Inchis, das macht schon richtig übel Damage. Also kommt man nicht mal an die näher ran. Gut, wenn man auf Distanz die Dinger dann abknallt, ist es dann wieder ein Nachteil. Also nicht sehr starke Panzer sind sie nicht sehr stark. Was meint ihr dazu eigentlich? Ich kann jetzt einmal hier zeigen, was passieren würde, wenn man so ein Ding zerstört. Wenn man es trifft. Ein bisschen Schaden. Okay, nicht viel. Hab's getroffen. Wie viel Damage hat jetzt der Raketenwerfer gemacht? Oh, die reparieren sich selbst, oder? Eins habe ich jetzt zerstört. Wo war das Feuerwerk? Das war Darky. Nein, ich habe hier kein Feuerwerk. Achso. Oder? Ja, warte, wenn ich mit der Standardwaffe schieße. Jetzt ist ein Feuerwerk da. Okay. Dann jetzt nennen sie dich wieder. Ja, ja. Aber ich einer schon lebt zwei noch Stück. Und. Da. Also, meiner Meinung nach sind die ziemlich OP, wenn man mehrere nebeneinander stellt. Vor allem, wenn es die Gegner nicht wissen, dass sie da stehen. Wenn sie es mal entdeckt haben, sind die ziemlich geschenkt. Genau. Oh, die Beule, falls sie werden ja dann wieder richtig geil werden, Mensch. Wollte ich gerade sagen, wenn du in einem Bereich halt in einem Haus die aufstellst, denkt man, dass die dann schon ziemlich stark sind. Und. Ja, ich bin mal gespannt, was es dann für ein Feedback von der ganzen Community gibt, wenn dann mal wirklich 5, 6, 7 Stück hintereinander stehen oder nebeneinander. Denk fast, dass wenn da wirklich so viele mal irgendwo stehen, dass die genervt werden, wenn das regelmäßig vorkommt. Auf alle Fälle. Oder vielleicht dass dann glaub, bestimmter das Umkreis okay dann nicht. Ja, aber es ist die Frage, ob die jetzt in Sandro eingreifen oder nicht. Ah, du bist Spion, gut. Das würde ich jetzt genau austesten. Geh mal weiter weg. Genau. Achso, wenn ich unsichtbar bin? Das auch. Na, früher haben sie einen doch dann nicht attackiert, ne? Dafür waren sie zu blöd. Ja, mach, stell mal hin. Geht. So, Sven ist jetzt getarnt. Da kommt er. Nee, das merkt's nicht. Jetzt wird's schon schießen, aber gleich ist meine Tarnung weg. Jetzt, wenn ich dahinter stehe. Ja, das ist zu langsam. Nee, das kann sich gar nicht umdrehen. Oh, es trifft mich! Es trifft mich! Doch, es kann sich drehen. Das ist 360 Grad. Es hat in die komplett andere Richtung geschaut und hat mich getroffen. Wer hat jetzt wieder Feuerwerk geschossen? Das ist dein Geschütz, wenn es zerstört wird. Okay. Gut, wenn es zerstört wird, bisschen schießt ein Geschütz zweimal Feuerwerk. Das ist dämlich. Warum auch immer, aber es ist dämlich. Das ist geil. Das gut. Problem ist, das Ding kann man nicht mehr reparieren. Dummerweise.
Doch, wenn es angehittet ist, müsste das reparieren sein. Nein, ich habe gerade versucht zu reparieren, aber das ging, ging vorher nicht. Okay, gut. Was, vielleicht ist es noch ein Bug. Ich weiß es nicht ganz genau. Autsch. Guti, dann haben wir das jetzt ja auch schon alles aufgenommen. Und würde sagen, das ist jetzt eine schöne Aufnahme geworden. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ihr hättet euch vielleicht auch verabschieden. Tschö, macht's gut. Ciao, ciao.